Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Das Ulmer Weihnachtsmarkt und das Donau 3 FM Weihnachtsmarktstudio. Ich bin Thomas Heckmann. Ich habe mir einfach meinen eigenen Studiogast heute mitgebracht. Und stell dich einfach mit deinem Namen mal vor. Und was machst du? Ja, schönen guten Abend. Hallo, Thomas, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Markus Sauter und ich bin Coach mit Spezialgebiet Trauer und Trauma. Also Trauercoach, etwas, ja, was vielleicht gar nicht so zusammenpasst. Fangen wir vielleicht mal ganz einfach an mit dem Ersten, was mich dann interessiert. Was ist Trauer überhaupt? Naja, Trauer gibt es wahrscheinlich verschiedene Auslegungen. Jeder wird es für sich selber definieren. Jeder, der Trauer kennt, wird vielleicht ein anderes Wort haben wie ein anderer, der Trauer kennt und wiederum jemand, der keine Trauer in seinem Leben bisher erfahren durfte. Ich würde sagen, rein wissenschaftlich ist Trauer ein Prozess, in dem ich einfach Menschen, die ich verloren habe, die ich vermisse im Leben, in den anderen Bereichen meines Lebens verfrachten muss. Ist dann Trauer einfach nur Traurigkeit oder mischt sich das dann mit anderen Gefühlen, ja zum Beispiel mit Schuld, weil jetzt jemand nicht mehr da ist, ich konnte mich nicht mehr entschuldigen, ich konnte mich nicht mehr versöhnen, ja und jetzt stehe ich da. Trauer ist in der Tat ein ganz bunter Strauß von Emotionen, mit vielen welken Blumen in diesem Strauß, vielen schlechten Gefühlen, vielen schlechten Emotionen, die es einfach gilt, in dieser Phase zu sortieren, in dieser Phase neu zu definieren, neu zu schauen, was bringt das Leben, was hat mir der Mensch bedeutet. Selbstverständlich, wenn du das ansprichst, kann Schuld und Scham eine große Rolle spielen. Es sind verschiedene Emotionen, die dort sein dürfen, sein müssen. Was löst eigentlich die Trauer aus? Immer nur der Tod eines Menschen oder gibt es auch andere Dinge, die Trauer auslösen können? Trauer würde ich jetzt nicht werten. Also man kann trauern um eine Beziehung, die zu Ende geht. Man kann trauern um einen Job, den man verloren hat. Meistens definieren wir Trauer schon um die Trauer um einen Menschen, den man verloren hat, der verstorben ist. Das ist auch der Bereich, wo ich aktiv bin. Es gibt allerdings auch Menschen, die bei mir anfragen, die ein Tier verloren haben, einen Hund, ihren besten Freund. Auch da kann ich helfen, auch wenn ich das nicht werden möchte, in irgendeiner Form. Es darf alles sein. Wenn wir jetzt versuchen, das Wort Trauer zu definieren, dann, ja klar, sind wir bei der Traurigkeit. Aber wie viel Traurigkeit ist eigentlich normal oder erlaubt? Oder auch welche Art von Trauer ist eigentlich gesund? Es gibt in der Tat ungesunde Trauer und es gibt gesunde Trauer. Wenn ich einfach merke, dass die Trauer mich so leiden lässt, dass der Leidensdruck mich nicht mehr normal weiterleben lässt, dann sollte ich mir ernsthaft Gedanken machen. Trauer ist ein mächtiges Thema, ist eine mächtige Emotion. Und die vielen Emotionen, die da dranhängen, machen es zu was ganz Starkem. Und es kann einen schon mal aus der Bahn werfen. Wenn ich aber einfach merke, ich kann langfristig mein Leben nicht mehr leben, wie ich es gerne möchte, dann laufe ich Gefahr, in den Weg der ungesunden Trauer zu gehen. Eine Form, nehme ich an, der ungesunden Trauer ist ja auch, wenn man Trauer unterdrückt. Weil in heutiger Welt muss man ja eigentlich cool sein, stark sein. Wenn ich mich jetzt gar nicht traue, zu trauern, was kann denn dann passieren und wie kann ich das vielleicht auch selber an mir merken, dass ich einfach Trauer gar nicht zulasse, die ich tatsächlich besitze? Da hast du recht. Das ist tatsächlich vor allem in unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, die ja alles kann, die alles beherrschen kann, die für alles eine Lösung hat, nur eben für das eine Thema, für den Tod, einfach noch keine Lösung hat und hoffentlich auch nie haben wird, oft ein Problem. Diese letzte Schwäche der Menschheit, dieser letzte Gang, den wir nicht aufhalten können, trotz Medizin, trotz allem, was wir an Forschungen haben, ist der Tod doch die letzte Hürde, wo wir machtlos davor stehen. Und deswegen ist es auch ein großes Thema, das uns immer mehr Angst macht in unserer Gesellschaft, weil wir uns, ja, es ist ein Tabuthema tatsächlich geworden in vielen Bereichen. Ja, viele Menschen sind zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert, wirklich, wenn ein Verwandter stirbt, weil wir oft den Dingen aus dem Weg gehen. Also wenn der Nachbar stirbt, die Witwe dann am nächsten Tag kommt, wechseln wir die Straße. Ja? Oder. Also wir versuchen, den Dingen aus dem Weg zu gehen. Und das ist definitiv
das ist schon mal ungesund, sich von Menschen zu entfernen, die trauern, die jemanden verloren haben. Das andere ist natürlich noch viel ungesünder, wenn ich selber meine Gefühle nicht zulasse. Gefühle wollen raus, Emotionen wollen raus und die dürfen sein, die müssen sein. Wenn ich die langfristig unterdrücke, können da wirklich große Folgestörungen daraus resultieren. Jetzt hast du gesagt, Trauern ist zu einem Tabuthema geworden. Hat man denn früher anders getrauert im Mittelalter oder vor 100 Jahren? Oder wie hat sich das Trauern an sich verändert? Das Trauern hat sich verändert. Ich kann nicht genau sagen, wann es sich verändert hat. Aber früher auf der Alp, würde ich sagen, vielleicht heute auch noch in manchen Haushalten, war es einfach normal, dass Verstorbene noch lange zu Hause blieben, nicht sofort vom Bestatter abgeholt wurden, schnell weg. Und das Dorf kam dann auch und hat sich der Familie gewidmet. Die sind gekommen, die haben zu Essen mitgebracht, die haben sich gekümmert, die waren da und es war okay und es war normal. Und auch der Tote, der Verstorbene noch im Haus zu haben, war normal. Ja. Das hat sich irgendwann verändert. Ich kann es nicht genau sagen, wann. Es gibt verschiedene Kulturen, die mittlerweile auch bei uns in der Gesellschaft Einzug halten. Auch da gibt es ganz verschiedene Trauerprozesse und Umgang mit Trauer, die oft vielleicht gesünder sind. Das heißt, ja, die Elbler früher haben lange daheim getrauert. Heutzutage kommt der Bestatter und schafft so schnell wie möglich Ordnung. Das jetzt so vielleicht als mitteleuropäisch-christliche Art mit der Trauer umzugehen. Aber du hast gerade angesprochen, eben auch andere Kulturen. Vielleicht hast du uns mal so einen kurzen Überblick, wie trauern denn die anderen, sagen wir in Südamerika oder in Asien oder vielleicht auch die Menschen, die als Gastarbeiter bei uns sind. Ich bin jetzt kein Spezialist für interkulturelle Trauer. Ich kann aber schon sagen, je südlicher, je lauter. Ja. Und das meine ich völlig wertfrei. Ich finde es oft beneidenswert, wie doch die soziale Community, sage ich mal, bei italienischen, bei türkischen Familien sofort funktioniert und sofort alle da sind. Und da wird niemand alleine gelassen. Für uns vielleicht mal von außen ein bisschen befremdlich zu sehen, aber letztlich eine massiv gesunde Reaktion und eine gute Sache für die Trauernden und für die ganze Verwandtschaft natürlich, die Angehörigen. Das heißt, so als kleines Zwischenergebnis, das, was du jetzt so gesagt hast, ist es hilfreich, Trauer herauszuschreien? Ja, südeuropäisch zu trauern und wirklich das herauszuschreien, was einen quält? Nein, definitiv ist es nicht gesünder oder besser oder schlechter. In der Trauer ist es einfach so, jeder sollte seinen eigenen Weg da suchen, jeder sollte das machen, was er gut tut. Wichtig ist nur, dass ich was mache. Und wenn ich aktiv beschließe, nichts zu machen, dann ist es auch okay. Wenn ich aktiv beschließe, mich zurückzunehmen, dann ist es okay. Wenn ich aktiv beschließe, jetzt aus mir rauszugehen, dann ist es okay. Das ist das Wichtige, dass ich selber für mich mir bewusst mache, was mir gut tut. Wenn wir uns jetzt also so übers Trauern unterhalten, dann gibt es so viele Möglichkeiten kulturell und auch über die Zeit gesehen hat sich vieles verändert. Wenn man jetzt wieder in die Gegenwart kommt, wenn man mit Trauer konfrontiert wird, was ist denn eigentlich schwieriger, als alter Mensch zu trauern oder als älterer Mensch zu trauern oder als jüngerer Mensch? Können Jüngere leichter trauern oder fehlt denen vielleicht Lebenserfahrung oder sonst irgendwas, um mit dem Verlust eines nahestehenden Menschen umzugehen? Die Frage ist natürlich auch immer, um wen traue ich? Wie nahe stand mir der Mensch? In welchem Verhältnis stand ich zu dem Menschen? Ist es mein Partner? Ja, war es mein Kind? Ist es mein Vater, meine Mutter? Das ist natürlich immer die hauptsächliche Frage, die man erstmal stellt. Ja, wer ist verstorben? Um wen trauere ich? Tatsächlich, meiner Erfahrung nach, ist es schon so, dass ältere Menschen mehr erlebt haben, mehr erfahren haben und deswegen auch mehr Neudeutsch Coping-Strategien haben, mit Dingen umzugehen und mehr Ressourcen vielleicht auch haben. Ja. Wenn wir gerade so bei den Schwierigkeitsgraden des Trauerns sind, trauert es sich leichter, wenn man vorher Zeit hatte, Abschied zu nehmen, wenn man, ja, aber andererseits auch jemanden miterlebt hat, der vielleicht jahrelang an der Krankheit gelitten hat und dann daran verstirbt, ist das ein leichteres Trauern, wie jetzt zum Beispiel wirklich ein plötzlicher Unfalltod? Man sollte vielleicht meinen, dass es einfacher ist, wenn man sich darauf vorbereiten kann. Ja. Ich sage, da kommt es immer ein bisschen drauf an, auch
wie der Prozess ist. Wenn ich jemand habe, der lange Zeit schwer krank ist und man kann es wirklich so sehen, dass der Tod eine gewisse Erlösung war, weil er einfach leiden musste, dann ist oft nicht immer der Weg der Trauer auch ein bisschen leichter. Wenn ich jetzt jemanden habe, der wirklich aus dem Leben gerissen wurde, urplötzlich, dann ist es schon erstmal schwerer, dieses auch zu akzeptieren. Dann habe ich einen längeren Zeitraum, wo ich einfach erstmal verstehen muss, begreifen muss, was hier passiert ist. Ich stehe sozusagen länger unter Schock, weil ich mich nicht darauf vorbereiten konnte. Das blockiert manchmal. Dann sind natürlich spezielle Todesarten wie Suizide und dergleichen nochmal was anderes. Da haben wir ganz viel, hätte ich Schuld, Scham und so weiter. Das macht es auch ein bisschen schwieriger. Also es ist immer die Frage, wer ist gestorben, wie ist er gestorben, was waren die Todesursache? Das ist schon ein essentiell wichtiger Punkt in der Trauer. Du hast ja auch vorhin angesprochen, so eben dieser Umgang mit dem Tod und mit der Trauer früher auf der Alp, dass das Dorf zusammengekommen ist, dass man da auch kondoliert hat. Aber wenn ich das jetzt heutzutage nehme, ich stelle mir vor, in der Nachbarschaft stirbt jemand, ich muss jetzt wirklich anstandshalber oder weil mir der Mensch auch wichtig ist, zum Nachbarn gehen, muss ja mit ihm sprechen. Also was mache ich da, was sage ich da, wie verhalte ich mich richtig? Da ist vielleicht tatsächlich auch wieder so ein gesellschaftliches Problem, dass wir glauben, wir müssen immer eine Lösung haben. Wir sind in unserer Welt sehr lösungsorientiert. Es gibt ein Problem, das will gelöst werden. Und diesen Ansatz würde ich schon mal komplett streichen. Wenn ich irgendwo hingehe zu einem Nachbarn, zu einem Bekannten, der gerade in der Trauer ist, dann sollte ich nicht lösungsorientiert denken. Und auch wenn mir das manchmal schwerfällt, weil ich hier was sehe, was ich selber vielleicht nicht möchte, was ich selber nicht ertragen kann. Einfach hingehen und ehrlich sein. Ehrlichkeit ist da immer die beste Lösung, immer die beste Variante. Ehrlich bedeutet, nicht hilflos nach Worten zu suchen und irgendeine Floskel rauszudonnern, sondern einfach zu sagen, hey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos, weil es so ist. Und dann muss man vielleicht auch nichts sagen. Also Ehrlichkeit, nicht lösungs- oder zielorientiert, sondern einfach nur signalisieren, ich bin für dich da. Ich bin für dich da heißt dann vielleicht auch mal über so, ja, die gesellschaftliche Distanz hinwegzuspringen, einfach auch mal den Nachbarn in den Arm zu nehmen, zu heulen miteinander. Oder wie geht das, ehrlich zu sein? Ich persönlich bin nicht der umarmende Kuschelbär, der heult, ja. Wenn du das bist, Thomas, wenn dir das liegt, wenn das passt, ja. Also, was auch immer deine Welt ist, was auch immer dir gut tut, was auch immer du liefern kannst, dann mach es, ja. Sei du selbst, ja. Authentizität ist sehr, sehr wichtig. Wie ich sagte, Ehrlichkeit, Offenheit, ja. Klar, nee, klar. Ehrlich zu sein, offen zu sein, okay, das ist das eine, aber das andere ist, was will der Gegenüber? Kann ich den überhaupt verstehen, wenn ich jetzt dann einfach mal so in meiner Umgebung weiterdenke und sage, okay, ich als Christ habe vielleicht eine Idee, wie ich trauere, wie auch vielleicht aus christlichem Glauben der weitere Weg eines verstorbenen Menschen ist. Aber jetzt habe ich zum Beispiel einen muslimischen Nachbarn. Wie gehe ich mit dem um? Wie mit einem Menschen, ja. Also ob ein Christ, ein Muslim, wer auch immer, ja, alle trauern. Und er selber hat vielleicht in seinem Glauben eine Ressource, ja. Die musst du nicht liefern, wenn du nicht in dieser Religion beheimatet bist, ja. Das heißt, liefer das, was du liefern kannst. Bring das mit, was du bringen kannst. Und das ist einfach schon mal eine kleine Form der Normalität vielleicht auch. Die Menschen, die trauern, haben was verloren. Sie wünschen sich einfach ein bisschen Kontrolle wieder über ihr Umfeld, über das Leben und da zu sehen, hey, der Nachbar ist da, ja, der ist nicht meines Glaubens, ja, glaubt an was anderes, aber als Mensch ist er für mich da. Und das ist doch auch eine gewisse Normalität, eine gewisse Sicherheit, ja, vielleicht ein bisschen Geborgenheit auch, die du da mitbringst. Also es ist dann natürlich auch für den, der Anteil nehmen will, eine Herausforderung, dem Trauernden zu begegnen. Ja, mit Sicherheit. Und ich habe da vollstes Verständnis vor, dass Menschen davor Respekt haben. Ja. Ich finde aber nur, man sollte sich der Herausforderung auch stellen. Und aus dem Weg gehen, diese Menschen zu meiden, das ist nicht okay, finde ich. Auch wenn ich dafür Verständnis habe. Geht da einfach mit Ehrlichkeit auf die Menschen zu und mit Offenheit. Gut, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann mit Trauer nicht
könnte mit Trauer nicht umgehen, könnte jetzt dem Nachbarn vielleicht nicht ins Auge schauen, aber ich will ihm was Gutes tun und dann gehe ich ins Internet, dann google ich und dann finde ich Markus Sauter, Trauercoach. Gibt es dann die sinnvolle Möglichkeit, einfach einen Geschenkgutschein zu nehmen und zu sagen, hier, guck mal, ich habe für dich hier eine Stunde beim Trauercoach gebucht. Du meinst jetzt an Weihnachten und so? Trauern kann man ja leider das ganze Jahr über. Ja. Bucht man einen Trauercoach für andere oder ist Trauercoach jemand, den man für sich selbst bucht? Es ist definitiv was, was man für sich selbst buchen sollte. Ja, der Impuls kann natürlich von außen kommen. Bei Trauercoach ist vielleicht schon ein bisschen exotischer Begriff und mancherlei Leute brauchen auch ein bisschen Erklärung. Aber die Motivation, zu mir zu kommen, die sollte schon wirklich aus einem selber rauskommen. Egal zu welchem Coach ich gehe, ich muss mich selber motivieren, dorthin zu gehen. Sonst wird es nicht sehr fruchtbar werden und nachhaltig. Also wenn ich jetzt mich selber dazu aufraffe, sage, okay, ich habe ein Trauerproblem, ich brauche Hilfe, ich hole mir einen Trauercoach, dann bleibe ich natürlich in meinen Gedanken so ein bisschen schwäbisch. Wer zahlt es? Kann ich einfach zur Krankenkasse gehen, zum Hausarzt, kann sagen, hey, ich brauche einen Trauercoach, ich brauche ein Rezept? Oder ist Trauercoach tatsächlich etwas, was vielleicht auch noch nicht in unserem Gesundheitssystem als Hilfeleistung angekommen ist? So ist es. Coaching allgemein wird von den Kassen nicht übernommen. Das ist was, was ich für mich mache. Das ist was ich mir gönne. Und ich kann sagen, dass ein Coaching, je nachdem, was du jetzt für ein Handy hast, mein Coaching wird weniger kosten als ein Handy, das du in der Tasche hast. Und es wird länger halten und es wird dir länger Freude machen. Es wird nachhaltiger sein und du wirst mehr davon haben als von deinem Handy, das du gerade in der Hosentasche hast. Trauercoaching wäre ja jetzt dann, so wie ich das verstehe, eher so eine 1-zu-1-Geschichte. Andere Möglichkeit, die natürlich auch viele karitative Gruppen anbieten, sind so Selbsthilfegruppen. Was ist denn das Effektivere, wenn wir jetzt mal sagen, okay, Selbsthilfegruppe wäre vielleicht billiger, aber bringt mir ein 1-zu-1 Trauercoaching unter vier Augen im geschützten Raum mehr? Oder ist es anders, als jetzt in der Selbsthilfegruppe vor 6 oder 8 Leuten einen Seelenstrip hinzulegen? Es gibt in der Trauer bei vielen den Zeitpunkt, wo es wirklich sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn ich eben mit anderen Menschen zu tun habe, mit Menschen zu tun habe, die in der gleichen Phase sind, das gleiche durchleben wie ich. Ja, es gibt ja auch noch Trauergruppen, die sich auf Dinge spezialisiert haben. Trauergruppen nach Suizid, Trauergruppen nach Verlust der Kinder, verwaiste Eltern. Und da ist es wirklich oft sehr, sehr, sehr essentiell und hilfreich, dass ich bei Menschen bin, die mich verstehen, die meinesgleichen sind, die einfach gleich ticken. Und das sind Selbsthilfegruppen wirklich super hervorragend. Oft habe ich es mit Menschen zu tun, die dort waren und dann sagen, ich bin da mal hingegangen und irgendwann war der Moment, wo ich nicht mehr wollte, wo ich nicht mehr konnte, wo es mir einfach auch spürbar nicht mehr gut getan hat. Und dann haben sie den Weg zu mir gefunden. Oft ist es auch so, dass ich im Coaching merke, er braucht einfach Leute um sich rum oder sie, ja, die gerade in der gleichen Situation sind. Und dann vermittle ich auch sehr gerne an Selbsthilfegruppen. Das heißt nicht oder das oder das jenes, das geht miteinander einher. Jetzt ist das Wort Trauern, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein deutsches Problem ist, natürlich ganz nah an dem Wort Traurigkeit dran. Heißt es auch, wenn ich trauere, wenn ich jemanden, einen Angehörigen verloren habe, dass ich jetzt wirklich die nächsten 2 Jahre nur noch in schwarzen Klamotten rumlaufen darf, nur noch den Blick gesenkt habe? Oder darf ich trotzdem genauso weiterleben oder anders weiterleben? Oder darf ich auch einfach mal schlicht lachen, wenn ich über den Verstorbenen denke und mich an seinen Lieblingswitz erinnere, den ich halt auch nach dem 50. Mal noch witzig fand? Unbedingt so machen, wie man es selber momentan für richtig hält. Ich habe vorhin gelobt, wie früher vielleicht getrauert wurde. Da sind wir vielleicht jetzt aber in einem anderen, dass man früher trauern musste. Ja, dieses ein Jahr lang schwarz tragen und was es so für Traditionen gab, überall in verschiedenen Kulturen, da bin ich wiederum kein Fan davon. Wenn mir morgens danach ist, dass ich schwarz trage und einfach meine Trauer auch zeigen möchte, dann tu dies bitte. Wenn ich aber am Morgen sage, ich möchte heute weiß tragen und nicht traurig sein und nicht trauern, dann auch bitte dies zu tun. Ja, es ist wichtig, den eigenen Rhythmus zu haben, das eigene
Feeling für sich selber zu entwickeln. Und das ist deswegen auch Trauercoaching. Ich sehe mich als Mensch, der nicht die Trauer nimmt, der eher coacht, richtig zu trauern, weil wir es teilweise verlernt haben bei uns in der Kultur. Also auch diese Trauer zu spüren. Du hast gesagt, morgens, wenn mir nach schwarzer Kleidung ist, schwarze, wenn mir nach weißer Kleidung ist, eben weiße Kleidung. Das heißt aber auch, das ist ja das ganze Trauern ein dynamischer Prozess. Kann ich sagen, okay, nach 2 Monaten nach dem Tod meines Ehepartners bin ich über die Trauer hinweg? Oder kann es sein, dass es dann ja nach einem halben Jahr ja geradezu Flashbacks gibt oder dass ich ein Vierteljahr problemlos zurechtkomme und erst dann in ein Loch falle? So ist es meistens. Tatsächlich ist es so, dass man in den ersten Wochen ja unter Schock steht nach einem Verlust. Und wenn dieser Schock nachlässt, haben viele doch auch so was wie einen Höhenflug, sage ich mal. Ja, der hält dann wieder ein paar Wochen an und dann kommt vielleicht nochmal ein richtig tiefes Loch. Das würde ich aber auch nie prognostizieren. Ich würde nie sagen, euer Trauerverlauf wird so und so sein und das noch mit Zeiten titulieren. Das wäre völliger Quatsch. Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, jeder nach seinem Tempo, jeder nach seiner Fasson, je nachdem, um wen ich trauere und wie der Mensch von uns gegangen ist. Ja. Das heißt, auch da gibt es keine Regel, die man sagen könnte, die man aufstellen könnte. Ja. Jetzt trauert man ja normalerweise eben um Angehörige, um Verwandte, um Freunde, um jemanden in der Nachbarschaft. Aber wenn ich jetzt hier rausschaue, dann sehe ich natürlich auch wahnsinnig viele junge Menschen, die zum Beispiel ja auch Musik in jeglicher Form, ob das jetzt Pop, Rock, Hip-Hop ist, wichtig finden und natürlich auch die Menschen, die dahinter stehen, als Freunde empfinden, als Idole empfinden. Wenn jetzt zum Beispiel ein Popstar verstirbt, darf ich dann auch trauern oder ist das dann unangemessen? Selbstverständlich darf man trauern um wen und was und wie man will, ganz klar. Und natürlich sind Menschen, die einem wichtig sind, und das sind eben für Jugendliche oft Popstars, ja, Rockstars, wer auch immer, ja, auch für Ältere, ja. Man verbindet ja Erinnerungen. Und wie mit Menschen, die ich im echten Leben kenne, habe ich ja oft von den Musikern, die mir am Herzen liegen, auch Emotionen verbunden. Ja, ich habe zu bestimmten Liedern habe ich bestimmte Gedanken, habe ich bestimmte Emotionen zu bestimmten Bands, zu bestimmten Musikern auch. Und wenn die dann gehen, dann fühlt sich das ja schon auch so an, als ob eine Emotion ein wichtiger Teil meines Lebens geht. Auch da darf ich trauern. Erfahrungsgemäß hält diese Trauer jedoch nicht so lange an wie die Trauer um einen nahestehenden Menschen. Noch so eine Gruppe, wo ich auch mir überlege, wie trauert man richtig, ist tatsächlich so der Arbeitsplatz. Ja, da ist es ja auch so, da ist man ja auch eigentlich 40 Stunden die Woche zusammen. Man ist in Teams zusammen und plötzlich fehlt einer. So, ja, es ist uns auch hier im Sender im Sommer so gegangen, dass ein Arbeitskollege eben verstorben ist. Wie geht man richtig damit um? In einem Team, in einer Firma, in einer Abteilung? Muss ich mich da zurückhalten? Muss ich der sein, der am wenigsten trauert? Oder darf ich mehr trauern als meine Kollegen? Oder ja, richtet man einen Erinnerungsschreibtisch ein? Oder was macht man? Wie kann man am Arbeitsplatz richtig trauern? Arbeitsplatz ist ja auch Familie. Es gibt die Arbeitsfamilie, es gibt die normale Familie. Und selbstverständlich muss ich auch trauern, wenn jemand in meiner Arbeitsfamilie verstirbt oder geht. Ja. Und da ist es auch erstmal egal, wie ich zu diesem Menschen gestanden habe. Es ist einfach Familie und es ist ein Verlust in meiner Familie. Ob da ein Ritual installiert wird, ob da was gemacht wird, das sollte einfach jeweils die Community, die Familie, die Firma, wer auch immer, die Kollegen miteinander entwickeln. Das ist ja auch der Prozess, hier was zu entwickeln. Und selbstverständlich ist es super, da irgendwas zu machen. Nur Totschweigen, das gilt nicht, das kann man nicht machen, das wird nicht funktionieren, das wird irgendwo dann keimen, das wird später hochkommen. Das heißt, da aktiv rangehen auch an alle Firmenchefs und alle Geschäftsführer, alle leitenden Funktionen, wischt es nicht weg, nehmt es an und macht was draus. Es tut der Firma, dem Team meistens am Ende nur gut. Wenn du jetzt gerade die Führungskräfte ansprichst, muss ich mich dann zum Beispiel als Führungskraft auf diesen Fall, auf diese Eventualität vorbereiten? Und auch ganz allgemein, kann ich mich auf die Trauer vorbereiten? Gibt es irgendwie so einen Trick, dass man nicht so überfallen wird? Nein, ich glaube nicht. Ich kenne keinen zumindest. Trauer ist Trauer und
ich sollte mir dann einfach im Klaren sein, als Führungskraft erst recht, dass ich jetzt in dem Moment einfach keine Lösung bieten muss, dass ich nur Begleitung vielleicht bringe, aber ich muss dieses Problem, dieses vermeintliche Problem der Trauer als kein Problem akzeptieren, sondern als einen gesunden, normalen Prozess, der jetzt in meinem Team stattfindet. Und den sollte ich lassen und ich sollte den fördern. Ja? Ich sollte das nicht lösen. Das wäre das Einzige, was ich im Vorfeld mir klar machen könnte, dass wenn so ein Schicksalsschlag meine Firma, mein Team, mein Unternehmen oder sonstiges, ich sag's mal, überfällt, dass ich dann da in einen anderen Modus gehe wie bei anderen Themen, die meine Firma oder was auch immer fördern und fordern. Ja. Darf ich das Thema Vorbereitung dann so zusammenfassen, dass es keine Vorbereitung gibt, dass ich aber wissen muss, dass der Fall eintreten kann und dass ich dann flexibel, individuell einfach damit umgehen muss, als Chef oder als Angehöriger? So sehe ich das ja, so sehe ich das auch. Natürlich, wenn wir jetzt mal absehen im privaten Bereich von den ganzen bürokratischen Geschichten, ja, wo ich auch wirklich jedem empfehlen würde, sich da mal Gedanken zu machen, auch wenn es schwer ist, in diese Richtung zu denken, Testament, diese ganzen bürokratischen Sachen, Passwörter und so weiter, macht es schon Sinn, sich da einen Ordner anzulegen und den irgendwo so zu positionieren, dass er auch später gefunden wird. Man erleichtert es den Angehörigen damit sehr. Jetzt haben wir natürlich eine ganze Weile übers Trauern gesprochen. Ich habe das Glück, dass ich dich ja schon viele Jahre oder darf ich sagen Jahrzehnte kennen darf. Wir begegnen uns natürlich vor allen Dingen im beruflichen Kontext immer und immer wieder. Aber auch da hast du ja sehr viel mit Trauer, mit Unglücken zu tun, mit Ereignissen, die keiner haben will. Wie kannst du denn dann in Anführungszeichen Feierabend machen, abschalten? Kannst du auch nach so einem Tag Trauercoaching überhaupt noch lachen? Kannst du irgendeinen Gag machen? Ich bin tatsächlich ein sehr humorvoller Mensch und manchmal habe ich Angst, dass ich vielleicht einen Gag zu viel mache in meinem Leben. Ich sehe das professionell. Ich sehe mich in einer bestimmten Rolle als Coach oder in dem Kontext, wo wir uns vielleicht draußen auf der Straße mal treffen. Da bin ich der ich in dem Moment bin. Ja, ich bin Coach. Und ich versuche, so weit wie möglich, das nicht an mich als Person ranzulassen. Das geht immer so lang gut, bis ich eben Parallelen zu meinem eigenen Leben sehe. Wenn es um Kinder geht, wird es schwierig. Oder irgendwelche anderen Trigger, die mich einfach kurz in die Welt, in meine Welt eintauchen lassen und ich diesen professionellen Kontext nicht mehr aufrechterhalten kann, sondern da reingeschubst werde in diese Welt. Aber das ist das Geheimnis. Ich versuche einfach, die richtige Jacke anzuhaben im Kopf. Welche Jacke hast du dann an Weihnachten an? Meine private Jacke. Da bin ich nur Familienvater und nichts anderes. Wenn du dann so wirklich Familienvater sein kannst, wenn du wirklich abschalten kannst, auch mal wirklich Weihnachten machen kannst, wie sieht das dann aus bei jemandem, der professionell sich ja auch mit seinem Innenleben beschäftigt und dem Innenleben seiner Umgebung? Bist du dann trotzdem ganz normal oder hast du schon beim Geschenk und bei der Zusammenstellung des Weihnachtsmenüs Hintergedanken? Wäre es schon ganz normal. ich würde schon sagen, dass ich ein ganz normales Weihnachten feiere. Und natürlich habe ich auch Menschen, um die ich trauere, die haben da vielleicht einen Platz. Und das kann ich auch nur jedem mitgeben, der jetzt vielleicht zum ersten Mal an Weihnachten als Trauernder feiert, in Anführungsstrichen, dass diese Menschen einen Platz haben und der Platz bleibt auch da. Ja, das ist vielleicht so diese kleine schwarze Schleife im Weihnachtsbaum, die nur ich kenne und meine Familie, aber Leute, die den Baum sehen, sehen das vielleicht nicht. Das ist vielleicht der Ast, der weggezwickt wird, um einfach für mich selber zu signalisieren, da fehlt dieses Jahr einfach was und vielleicht auch die nächsten Jahre. Solchen kleinen Themen, die wird man bei mir vielleicht schon finden, die man bei anderen Menschen vielleicht nicht findet. Aber das sind deine Themen, die behältst du für dich. Und das ist ja auch das Schöne, dass man ja auch bei allem Trauern, dass man ja normalerweise nach außen zeigt, eben auch was für sich selbst behalten darf. Und ich glaube, ja, doch, da hast du nicht nur mir, glaube ich, auch ein Stück weitergeholfen. Wie geht Trauern richtig? Was kann ich machen? Und ja, was ist auch normal? Darf ich das machen? Markus, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich könnte das noch lange, lange fortsetzen, weil dir zuzuhören, ja auch von dir zu lernen, für mich zumindest spannend und faszinierend, auch wenn es natürlich mal wieder um Themen geht, mit denen man sich eigentlich gar nicht beschäftigen will.
Markus, Dankeschön und auch dir dann eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ja, beruflich hoffe ich zumindest, dass ich dich so bald nicht wiedersehe. Danke, Thomas, dass ich hier sein durfte und auch allen anderen, auch allen Trauernden eine gute Weihnachtszeit. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio, direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Jeden Tag eine neue Folge, klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3.